Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu Löwe gefunden haben, hier in den kurzen Entfernungen des BCC. Löwe ist mitten in Neustadt und davon möchten wir Ihnen einrichten, aber Schwerpunkt ist heute, sind heute die neuen Produkte, die wir zur IFA präsentieren werden. Vorneweg aber ein paar Informationen zu Löwe, da werden Sie natürlich auch Interesse haben dran. Und ich habe die große Freude, dass ich Ihnen Marc Hüskes vorstellen kann. Marc Hüskes ist einer der beiden neuen Investoren, Eigentümer der neuen Löwe Technologies GmbH. Und er wird von seiner Sicht Ihnen jetzt in ein paar kurzen Worten erzählen, was sich denn die Investoren gedacht haben, in ein Unternehmen wie Löwe ihr Geld zu investieren. Herr Hüskes, bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Leitl. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Löwe Media Briefing. Ich bin tatsächlich sehr froh, dass ich heute hier stehen kann. Das ist nicht ganz selbstverständlich, wie Sie sich alle vorstellen können. Zum einen werden Sie es hören, meine Stimme ist ziemlich angeschlagen, zumindest nach dem 13.0, glaube ich, war sie komplett verschwunden. Entschuldigen Sie, dass die Stimme hier etwas schwach ist oder rau ist. Zum anderen werden Sie sich vorstellen können, dass wir relativ nervenaufreibende Monate hinter uns haben, im Weg zur Transaktion, aber auch seit der Transaktion. Und wir glauben, dass wir noch viele aufregende Monate auch vor uns haben, aber wir glauben auch, dass wir mit dem, was wir Ihnen hier zeigen können, ein ganz klares Statement abgeben können, nämlich Löwe ist weg und Löwe wird auch bleiben. Dafür werden wir alles tun, was in unserer Macht steht und mit unserem ganzen Einsatz, den wir bringen können, auch sicherstellen, dass diese Erfolgsgeschichte von über 90 Jahren eine Fortsetzung findet. Ich möchte den Fokus, Dr. Weichel hat schon gesagt, ganz klar auf die Produkte heute legen. Insofern möchte ich mich sehr, sehr kurz halten. Ich möchte Ihnen ein paar Worte zu uns sagen, als Miteigentümer und als Mitgesellschafter, ein bisschen was zur Unternehmensphilosophie. Wir investieren sequenziell. Das ist mir sehr, sehr wichtig, das zu betonen. Wir sind kein Fonds. Wir investieren in einzelne Unternehmen. Wir wollen an diesen Unternehmen aktiv teilhaben. Wir sind aktiv im Management tätig. Und wir investieren unser eigenes Geld. Und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass Sie hier wirklich sehen, wir glauben an das, was wir tatsächlich sagen. Herr Leiter fragt, was finden wir an Löwe? Löwe ist eine nach wie vor fantastische Marke. Wir sehen einige Alleinstellungsmerkmale, die Löwe hat. Und wenn ich da draußen rumlaufe, sehe ich das auch. Und diese Alleinstellungsmerkmale, die wollen wir jetzt weiter stärken. Wir setzen ganz massiv auf den qualifizierten Fachhandel. Wir setzen auf Löwe als eine Premium-Marke. Und wir setzen auf das, wofür Löwe in der Vergangenheit gestanden hat, auf Design, auf Kundennutzen, auf Benutzerfreundlichkeit, auf Innovationen. Ich möchte es kurz halten, wie gesagt, wir stehen danach noch für Fragen zur Verfügung, aber ich möchte jetzt vor allem, dass das Produkt im Vordergrund steht. Ich möchte Herrn Scheid bitten, das darzustellen und ich hoffe, dass wir auch damit Ihnen einen Ausblick geben können, wo die Löwe marschiert. Vielen Dank. Danke, Herr Hüskes, Herr Dr. Leitl. Das mache ich dann sagen. Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Mein Name ist Martin Steil. Ich bin verantwortlich für das Produkt Marketing der Löwe und möchte Sie jetzt in der verbleibenden Zeit zumindest mal so einstimmen auf das, was von Löwe dann auf der IFA zu sehen sein wird. Und wie Herr Hüskes schon sagte, das Produkt ist die eine Sache, die eine Seite, das, die Hardware, aber wir werden auch einen stärkeren Fokus dann auf die Anwenderfreundlichkeit, auf die Bedienung und auf die Software legen. Dazu komme ich dann im Laufe der nächsten paar Minuten. Die Frage, wo steht Löwe heute? Das ist jetzt auch schon beantwortet, nämlich an einem Neuanfang. Wir werden auch die IFA sicherlich dazu nutzen können, dieses Signal zu setzen, dass Löwe in eine neue Ära einsteigt. Das werden wir zum einen mit den Produkten tun, zum anderen aber auch mit der Unternehmensphilosophie, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Wir haben als Unternehmen natürlich auch die letzten 90 Jahre immer wieder Meilensteine gesetzt, Innovationen. Ist Teil des Geschäfts bei Löwe. Und dieses Setzen von Meilensteinen, das wollen wir fortsetzen. Wir wollen aus der Krise, aus der wir jetzt herauskommen, dazu nutzen, mit frischer Energie weitere Meilensteine zu setzen. Und
2014 zur IFA. Tun wir das, indem wir ein komplett neues TV-Line-Up vorstellen. Ich glaube, das ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass das passiert. Kompletter Austausch, altes Line-Up gegen ein neues, über alle Produktlinien hinweg. Und genau auf diese Produktlinien werde ich jetzt gleich zu sprechen kommen. Aufgrund dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, haben wir auch ein Motto gewählt für die IFA, das heißt Never Stop Beginning. Die Tatsache, sich immer wieder neu zu definieren, immer wieder neue Signale zu setzen. Das ist unser Motto für die IFA 2014. Wenn wir über das neue Löwe TV Portfolio sprechen, dann sprechen wir auch über eine Form von Evolution in der Entertainment-Philosophie des Unternehmens. Löwe stand schon seit 90 Jahren, seit Jahrzehnten als klassischer TV-Hersteller im Markt. In jüngster Zeit und auch heute ist Löwe zu einem Systemhersteller avanciert mit Audio-Lösungen, mit einer Benutzeroberfläche, die den Umgang mit der Hardware erleichtert. Das wird aber in Zukunft so sein, und wir werden in Zukunft als Entertainment Provider auch das Thema Software sehr, sehr stärker in den Vordergrund rücken. Das beginnt mit Bedienerfreundlichkeit, das geht weiter über Empfehlungen. Wir möchten es unserer Zielgruppe insbesondere leicht machen und den Spaß vermitteln, der an einem Löwegerät ausgeht, ohne sich jetzt mühselig in irgendwelche technologischen Details vertiefen zu müssen. Das ist unser Vorsatz in dieser Philosophie. Das neue Sortiment, von dem ich gesprochen habe, das wird sich in drei Wertigkeitsklassen unterteilen. Wir haben sie mal Luxury, Premium und Classic genannt. Diese Art von Pyramide, die ist, haben wir auch deshalb als Darstellungsform genommen, weil sie auch dieses Kaskadierende, das eine Produktlinie auch die nächste auflädt und die Wertigkeit der Linien wechselseitig beeinflusst. Und da steht natürlich ganz an der Spitze das Markenstatement, das Luxury-Segment, wenn es um hochwertige, designorientierte Produkte geht, mit exklusiven Materialien in perfekter Verarbeitung. In der Premium-Line findet sich dann das Löwe-Kernprodukt. Ich komme dann auf die Produkte am Kleinen noch zu sprechen. Hier geht es um die klassischen Löwe-Schwerpunkte, Bildqualität, Raumqualität, integrierte Systemlösungen. Alles, wofür Löwe steht, wird sich in dieser Produktlinie wiederfinden. Und natürlich auch das eben angesprochene, die vereinfachte Bedienerführung des Leanback Content Management, wie wir das mal genannt haben. Und an der Basis der Pyramide sind dann die Geräte, die sozusagen den Einstieg in die Löwe-Welt ermöglichen, mit umfangreicher marktgerechter Ausstattung und in einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf diese beiden, bevor ich auf die Geräte eingehe, nochmal hier ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Philosophie. Die Löwe-Hardware, die Löwe-Produkte werden oder sind mit der nächsten Generation oft stehen sozusagen auf einer Technologieplattform, in der es um Display-Technologie geht, um Operating Systems, um Gemeinteile, elektronische und mechanische Baugruppen, um das Chassis, den Chip, der innerhalb der verschiedenen Bereiche immer wieder zur Verwendung findet, dass also das gesamte Line-Up auf diesem Socket ruht, was natürlich nachvollziehbare Vorteile bringt in Bezug auf Kosten und Komplexität etc. Aber auf diesem Sockel ruhen dann verschiedene Produktlinien, die sich dann durch ihre Charakteristik, durch die Feature und durch ihr Design deutlich voneinander unterscheiden und unterschiedliche Zielgruppen dann auch adressieren. Und auch auf dieser Plattform von Geräte, von Produktlinien, habe ich dann auch die Möglichkeit, über Sound Solutions, über Softwarepakete, über Peripherie und auch über kosmetische Individualisierungskonzepte noch einen höheren Grad an Individualisierung zu generieren, dass es uns möglich macht, dann sehr spezifische Produktlösungen für spezifische Bedürfnisse zu generieren. Der sicherlich herausragendste Aspekt unseres neuen Lineups, zumindest der sofort erkennbare, ist, dass wir komplett auf UHD umstellen. Das heißt, das neue Lineup ab der IFA 2014 ist komplett Ultra HD. Ich muss eine kleine Einschränkung machen. Wir haben natürlich auch das Segment 32
Zäune ganz vergessen und sind da bemüht, auch eine Lösung zu finden, beziehungsweise haben eine Lösung hierfür, allerdings nicht unter UHD-Technologie, sondern was in diesem Segment sicherlich mehr Sinn macht. Insgesamt Löwe Goes UHD ab der IFA 2014, alle hier den Film. Hier nochmal ein kleiner Überblick unserer Produkt-Roadmap. Sie finden hier die Produktlinien, von denen ich gerade gesprochen habe, vom A über den Connect, den Reference bis hin zum Löwe Masterpiece. Und in der vertikalen sind Sie die Bildschirmgrößenklassen, sodass wir hier also eine schöne Matrix haben, dass wir die relevanten, insbesondere die für Löwe relevanten Marktsegmente abdecken können mit den Geräten aus den unterschiedlichen Produktlinien in unterschiedlichen Bildschirmgrößenklassen. Und auch die Geräte gehe ich jetzt noch ganz kurz, in der Kürze der Zeit, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, noch mal ein. Ich weise allerdings gleich mal darauf hin, heute auch, ich lade Sie herzlich ein, die Geräte draußen physisch zu sehen. Es ist gedrungen, die ersten Muster hier schon mal auszustellen. Das sind noch Vorserienmuster mit allen kleinen Schwierigkeiten und Schwächen, die Vorseriengeräte noch haben, aber sie sind da. Insbesondere das Design ist schon in einem Zustand, wie es dann auch auf der IFA vorgestellt werden wird. Also ich lade Sie herzlich ein, anschließend kurz vorbeizugehen und sich die Geräte aus nächster Nähe mal anzusehen. Wir haben die Connect- und die Art-Linie draußen, die Reference- und Masterpiece-Serie, da bitte ich Sie noch ein bisschen um Geduld. Die ist noch nicht so weit, aber auf der IFA werden wir Sie alle, die ganze Familie der Löwe, TV-Geräte dann aufstellen. Da haben Sie dann Gelegenheit, die Geräte dann auch direkt in Funktion zu sehen. Der Löwe Art. Wir haben den Art unter das Motto gestellt, Instant Channel Setting, Stop Waiting, Start Entertaining. Eines der Feature, die wir anbieten werden und insbesondere beim Art als zentralen Punkt kommunizieren werden, als Komfortlösung. Ich habe die Möglichkeit innerhalb der Programme, die ich typischerweise wähle, in einem nicht mehr erkennbaren, mit nicht mehr erkennbarer Verzögerung weiter zu setten. Das Design, auf das muss ich jetzt nicht unbedingt weiter eingehen, das sehen Sie draußen in 3D und in Farbe. Wir werden das Designkonzept mit dem umlaufenden Aluminiumrahmen weiter fortsetzen. Das ist also vom kosmetischen Design her eine Evolution dessen, was man von der Vorgängerlinie schon kennt. Der Löwe Connect ist eine Evolution des berühmten DA-Plus-Themas bei Löwe, Recording, Festplatte, integrierte Festplatte und alle Vorteile und Möglichkeiten, die damit zusammenhängen. Mobile Recording, more flexibility, never miss a show. Eines der Features, die sehr, sehr relevant sind im Zusammenhang mit Recording Functionality und der Möglichkeit, dann auch von unterwegs Aufnahmen zu starten, ist eine weitere Stufe des Komforts, den wir unseren Kunden anbieten wollen. Ich habe es eingangs schon erwähnt, der Connect ist der verkörpert quasi das, wofür Löwe steht, in vielerlei Hinsicht, Bildqualität, Soundqualität, auch Individualisierung in einem gewissen Maß. Wir werden das Gerät, das Sie draußen in der Farbe, die man jetzt hier vielleicht nicht so gut erkennen kann, draußen das Original in Petrol Blue anbieten, in Schwarz, in Silber und in Cappuccino einen Braunton. Ein weiteres Gerät, das wir jetzt heute nicht sehen werden, das Sie aber zu Sika sehen, ist der Reference. No Compromises, the most brilliant sound. Ein Gerät in Vollendung, in dem die Vorteile des heutigen und auch des Designs, Sie erkennen es hier vielleicht an der Darstellung des Designs des heutigen Reference weiterlebt und auch die Vorzüge und Stärken der Individuallinie fließen in dieses Gerät ein. Es ist die komplette Lösung, die System-Entertainment-Lösung, die wir anbieten in einem sehr wertigen und attraktiven Design mit den gewohnt wertvollen Materialien und der Verarbeitungsqualität, die Sie vom heutigen Referenz auch schon kennen. Und an der Spitze der Pyramide, auch in der Wertigkeit und in der Positionierung, werden wir zu IFA dann auch eine
Designstudie vorstellen. Auch hier erstmal nur skizziert. Die endgültige Version existiert noch nicht, wird dann auf der IFA im Rampenlicht stehen. Und hier geht es letztendlich um die Einzigartigkeit eines Curved UHD, das heißt der sowohl was Bild, Ton, aber auch die Verarbeitung und die Qualität der Materialien betrifft, die Spitzenklasse sein wird und das Produkt von Patrouille ist, das Flagship. Ich muss Gas geben, merke ich gerade, sonst komme ich hier mit den Themen gar nicht durch. Da möchte ich Sie auf IFA verflüsten und gehe deshalb gleich weiter zu dem weiteren sehr wichtigen Punkt, nämlich Lean-Back Content Management. Es ist uns sehr wichtig, dass wir diese beiden Welten stärker miteinander verknüpfen. Die Hardware in der gewohnten Qualität, wie wir sie gerade gesehen haben, das, was Verbraucher von Löwe erwarten und auch erwarten dürfen. Auf der anderen Seite auch der bequeme und einfache Umgang mit dem Content und den Inhalten, die auf den Geräten laufen. Wir werden einige Punkte davon in den Vordergrund rücken. Natürlich gibt es, ich bin alle das Problem von Smart TV, so viele Möglichkeiten und so wenig Verständnis, was geht, was geht nicht, was muss ich tun. Die Thematik Smart TV ist ja in den Köpfen der Verbraucher vielleicht noch nicht hundertprozentig angekommen. Deshalb wollen wir auch wirklich nur relevante, nicht die Fülle der Möglichkeiten ausschöpfen, sondern wirklich relevante Punkte in den Vordergrund rücken. Ein paar davon habe ich schon genannt. Löwe, Instant Channel Zapping, das Umschalten von Kanal zu Kanal in Rekordzeit, übrigens wirklich ein Rekord in einem Zeitraum, der ungeschlagen ist. Löwe Multi-Recording, einen Sender sehen, bis zu zwei andere aufnehmen. Löwe MyTV to Move, auch ein sehr interessantes und attraktives Feature in unseren Augen, wenn es macht, das Tablet oder den Second Screen allgemein zu einem zweiten tragbaren Fernsehgerät, indem ich sogar auf die gespeicherten Inhalte auf der Festplatte des Fernsehgeräts zugreifen kann. Dafür gibt es hier genügend Use Cases, die man sich vorstellen kann. Löwe Mobile Recording, auch ein wichtiger Punkt, gerade erwähnt, waren schon vorher immer, unterwegs Aufnahmen starten. Ein weiteres Feature, Löwe Internet Radio Artist Search, habe ich eine Möglichkeit, über Internet Radio und Lieblingsinterpreten zu identifizieren, mir Vorschläge machen zu lassen und dann auch die relevantesten Sender vorgeschlagen zu bekommen. Recommendation ist übrigens überhaupt ein Stichwort, das wir auch in Zukunft stärker in den Mittelpunkt rücken werden, weil die Fülle der Angebote von Content ist eigentlich zwingend notwendig machen, dass eine Vorauswahl schon getroffen wird. Und unsere Assist Media Oberfläche, Benutzeroberfläche, wird auch ein neues Gesicht bekommen, kleine Veränderungen, Verbesserungen, die wir dann auch auf der IFA sehen werden. Gut, zu dem Thema Instant Channel Setting bin ich gerade schon eingegangen. Letztendlich der Hintergrund ist, dass die Digitalisierung der Signale letztendlich zwar eine Verbesserung der Performance mit sich gebracht hat, aber auch eine Verzögerung bei den Umschaltzeiten. Die haben wir jetzt mit diesem Feature aus der Welt geschafft. Multi-Recording, ein ganz wichtiger Punkt, denn wenn ein im Broadcast-TV ein Blockbuster läuft, kann man sich fast sicher sein, dass auf drei anderen Sendern gleichzeitig auch ein Blockbuster läuft. Hier habe ich die Möglichkeit, bis zu zwei Programmen zusätzlich noch aufzunehmen. MyTV to Move haben wir gesprochen. Ganz wichtig jetzt vielleicht auch in der Zeit der Weltmeisterschaft. Nicht immer sind alle Beteiligten in einem Haushalt kleinermaßen Fußball interessiert. Das ist die Lösung. Ich kann dann also einfach ein Fernsehprogramm mitten mehr nehmen und das in aller Ruhe da genießen, wo ich möchte. Mobile Recording ist, erklärt sich von selbst, mir geht es häufig so, wenn ich sonntags unterwegs bin und weiß, ich komme nicht rechtzeitig zum Tatort nach Hause, das ich vorher nicht wusste. Hier ist die Möglichkeit dann von unterwegs diesen Fehler zu korrigieren und die Aufnahme von unterwegs zu starten. All das sind jetzt Beispiele von Features, die wir im Zusammenhang mit unserem neuen Lineup vorstellen wollen. Ich denke, und ich habe vorher auch versucht schon zu erläutern, gerade die Kombination aus Hardware- und Softwarelösungen macht die Attraktivität des Genusses aus, den wir unseren Kunden bieten wollen.
ohne ihn mit technologischen Details zu überfrachten und zu überfordern. Das war in einer kurzen Übersicht die Themen, die wir zu IFA vorstellen wollen. Das Line-Up, ich möchte es nochmal sagen, ist, Sie werden sich vielleicht ein Bild davon machen können, wenn Sie draußen vorbeigehen, auch vom Design her fantastisch. Die Lösungen, die Softwarelösungen, die wir jetzt anbieten, als Beispiele, wie man mit Löwe-Hardware viel Spaß, viel Freude haben kann, ist erst der Anfang einer Serie von Lösungen, die wir in der Zukunft noch sehr viel stärker in den Mittelpunkt drücken wollen. Immer unter dem Motto Never Stop Beginning werden wir auch in Zukunft und an interessanten und cleveren Lösungen arbeiten. Die IFA wird der Startschuss sein. Das Signal, das wir setzen, ist, glaube ich, ein sehr starkes. Wir sind wieder da, wir sind mit einem fantastischen Line-Up vertreten. Die Zukunft von Löwe sieht rosig aus. Der Messestand sieht im Moment noch so aus. Wird aber nicht mehr lange. Herr Reitl wird, glaube ich, auch noch ein paar Takte dazu sagen wollen. Ich bedanke mich inzwischen schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ja.